läuft und wie ich damit umgehe. Und deshalb zeige ich dir heute ein Durchblättervideo durch mein Moleskine im ersten Quartal. Dann fragst du dich, was denn hier nicht gut gelaufen? Das sieht am Anfang auch gut aus. Ich habe jeden Tag hier eine kleine Skizze oder eine kleine Zeichnung reingemacht, ein paar Worte geschrieben. Das ist ja so mein Wo ist mir Gott heute begegnet? Notizbuch mit vielen Erinnerungen und Dingen, die ich einfach erlebt habe und sehe. Und das ging im Januar auch noch ganz gut, bis dann im Februar eine Phase kam, wo es immer weniger und weniger Worte, ich immer weniger und weniger gezeichnet habe und hier dann plötzlich so eine Flaute anfing mit lauter leeren Seiten. Aber ist das Versagen? Ich sage nein. Man kann sich jeden Tag wieder neu entscheiden anzufangen. Hier am 21. März wurde es wieder bunt. Ich habe gezeichnet und einfach wieder angefangen und weitergemacht. Und die leeren Seiten, die kann ich als Notizzettel nutzen.